Das war Sabine heute Morgen. Da hat sie schon mal gezeigt, was sie kann. Die ersten Ausläufer des Sturmtiefs kamen schon in der Nacht ins Allgäu. Von Norden her hat sich Sabine dann vom Unterallgäu bis an den Alpenrand ausgebreitet. Energie ist genug da. Mit bis zu 140 Stundenkilometer fegte Sabine durchs Allgäu. Fahnen und Plakate wurden eingeholt, wo es geht. Im Allgemeinen war drinnen bleiben die bessere Alternative. Bereits gestern Abend wurde beschlossen, dass die Schulen im Allgäu heute geschlossen bleiben und angesichts vieler umgestürzter Bäume auf den Straßen sicherlich die richtige Entscheidung. Und damit willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten am Montag. Sabine wird uns in dieser Sendung natürlich noch beschäftigen, aber nicht nur, denn das sind unsere weiteren Themen. Neue Räume für Kinder. Kaufbeurer Kinderhaus wird eingeweiht. Grüne Innovation. Startups in Kempten setzen sich für Nachhaltigkeit ein. Und 30.000 Sterbebilder von König Ludwig bis Dirk Bach. Zu Besuch bei Sammler Wolfgang Brödner. Und das Wetter? Temperaturen um die 3 Grad, Regen und weiterhin stürmisch. Innerhalb von knapp 15 Monaten wurde das Kinderhaus am Leinauer Hang in Kaufbeuren abgerissen und komplett neu aufgebaut. Nun bietet es Platz für 115 Kinder, die dort schon im Dezember letzten Jahres wieder eingezogen sind. Inzwischen haben sie sich im neuen Gebäude eingelebt und jetzt durften auch Außenstehende einen Blick hineinwerfen. Am Freitag fand die Einweihungsfeier der Räumlichkeiten statt und meine Kollegen Luisa Hamelbeck und Martin Köpf waren dabei. 3, 2, 1, los! Das Kinderhaus am Leinauer Hang in Kaufbeuren ist seit dem späten Freitagnachmittag offiziell eröffnet. Kinder waren fast keine da, die kennen ihr neues Kinderhaus nämlich schon längst. Sie sind bereits Ende November hier eingezogen. Schatzkiste wird das Haus inzwischen liebevoll von Kindern und Betreuern genannt. Die Kinder haben sehr, sehr positiv reagiert. Sie fühlen sich total wohl, haben sofort das Haus erobert, sind durchs ganze Haus gelaufen, haben sich riesig gefreut. Die waren ja auch vorher schon aufgeregt. Das war wirklich ganz toll. Das alte Haus war zu klein geworden für die vielen Kinder. Außerdem war das Gebäude in die Jahre gekommen. Immerhin 50 hatte es auf dem Buckel. Nach Untersuchungen war klar, bis auf den Keller muss alles ersetzt werden. Ein Neubau war deshalb am sinnvollsten. Man baut heute natürlich ganz anders. Man baut zum Beispiel jetzt hier mit Holz, also nachhaltige Baumaterialien. Man bindet CO2, man hat damit viele Vorteile, muss gewisse Dinge aber auch zusätzlich bedenken. Und das Thema Barrierefreiheit spielt eben auch eine große Rolle. All das ist hier verwirklicht worden. Es ist jetzt ein sehr schönes Konzept entstanden, sehr hell, mit Blick nach außen in alle Richtungen, mit einem innenliegenden Belichtungsfeld. Fenster von oben, das dem ganzen Haus einen ganz anderen Charakter gibt. Das neue Kinderhaus bietet nun Platz für insgesamt 115 Kinder. Bis auf 2 sind auch schon alle Plätze belegt. Es gibt eine Krippengruppe mit 15, eine Hortgruppe mit 16 und 3 Kindergartengruppen mit 82 Kindern. Was wirklich eine Veränderung war, das heißt, die Krippengruppe ist hier eingezogen, die hatten wir im alten Haus nicht. Wir sind insgesamt sehr, sehr viel größer geworden. Wir haben Intensivräume dazu bekommen. Wir haben den Mehrzweckraum in den ersten Stock bekommen, der dann wunderschön hell und groß ist. Der Garten wurde erweitert, was uns sehr, sehr viel Freude macht und wir freuen uns schon auf den Sommer. Gekostet hat der Neubau rund 3,8 Millionen Euro. Durch Inanspruchnahme von staatlichen Förderprogrammen musste die Kommune die Kosten aber nicht alleine tragen. Wir haben diese Neueröffnung herbeigesehnt, weil die Bauphase genau in die Zeit gefallen ist, wo Kaufbeuren jetzt auch ein sehr starkes Wachstum erlebt hat. Im Jahr 2019 mussten wir 300 zusätzliche Kindergartenplätze schaffen. Und deswegen waren wir dann sehr froh, als diese Einrichtung wieder ans Netz gehen konnte. Bevor es Anfang Dezember 2019 soweit war, standen allerdings erstmal viele Aufgaben und Herausforderungen für das Personal des Kinderhauses an. Im Februar 2018 wurde es ernst. Also wir haben Aufgaben verteilt, wir haben organisiert, wir waren im Postgebäude, haben uns das angeschaut, weil das ja unsere Zwischenstation war da drin, haben überlegt, wie können wir die Räume einrichten, wer zieht in welchen Raum. Dann haben wir entrümpelt, verschenkt, verkauft und gepackt und gepackt und gepackt. Und nebenbei, habe ich vergessen vorhin zu sagen, haben wir noch 100 Kinder betreut. Also Ende Juli war es dann soweit, war alles gepackt und wir konnten am 1. August ins Postgebäude einziehen.
Und am Ende dieser Woche haben wir noch unsere legendäre Abrissparty gefeiert. Die Kinder haben Hammer in die Hand bekommen, durften Wände einreißen, die durften mit Pistolen, mit Spritzpistolen Farbe an die Wände spritzen, mit Papier und Kleister die Wände bekleben. Es ist sogar Porzellan geflogen. Also das war wirklich eine Abrissparty, kann man sagen. Innerhalb von nur rund 15 Monaten wurde das alte Gebäude dann abgerissen und das neue fertiggestellt. Und in nur 2 Monaten haben die Kinder das Haus bereits mit viel Leben und Farbe gefüllt. Unschöner Zwischenfall am Gründen. Da sind am Samstag Mitglieder der Bürgerinitiative Rettet den Gründen bei einer Demonstration von einem Mann angegriffen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann 3 Demonstranten beleidigt und vom Sessellift aus mit ca. 10 cm großen Eiskugeln beworfen. Der Mann saß ohne Skier im Sessellift und hatte eine Tüte mit rund 20 Eiskugeln dabei. Deshalb geht die Polizei auch davon aus, dass der Angriff auf die Demonstranten geplant war. An der Kundgebung hatten sich 10 Menschen beteiligt. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls waren noch 3 Teilnehmer vor Ort, darunter auch ein 12-jähriges Mädchen. Die zuständige Polizei Immenstadt sucht jetzt nach Zeugen. Den Angreifer beschreibt sie als ca. 65 Jahre alt mit kräftiger Statur und bunter Skijacke. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Orkantief Sabine beschäftigt uns jetzt in den Kurznachrichten und im Wetterbericht. So schön ist bei uns in Maibeuge. Menschen und Tiere fühlen sich wohl. Vor allem die Tiere können jeden Tag raus und genießen es, dass sie hier sein dürfen. Und wir natürlich mit. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Seit über 30 Jahren planen und realisieren wir schlüsselfertige Büro- und Industriebauten. Wir stehen für nachhaltige Bauweisen und modernste, energieeffiziente Heiz- und Kühlkonzepte. Unsere Projektentwickler begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrem Wunschobjekt mit individuellen Architekturkonzepten. Den Großteil unserer Projekte realisieren wir für den Mittelstand, zusammen mit langjährigen Partnerbetrieben aus der Region. Modern, individuell. Mit Investitionssicherheit. Kuhnbau. Egger Technologie ist Ihr professioneller Partner für Trinkwasseraufbereitung aller Art. Natürlich mit Vollservice. Beratung, Planung, Montage und Wartung. Alles aus einer Hand. egger-technologie.de. Wir sind Ihr professioneller Ansprechpartner in Sachen Neubau, Wohnungs- und Industriebau, Umbau und Sanierung. Wir denken und arbeiten lösungsorientiert. Nutzen Sie unser Know-how. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Bauunternehmung Wassermann. Ihr Partner fürs Bauen und mehr. Bettennägele. Das größte Schlafzentrum in Kaufbeuren und Landsberg mit Zufriedenheitsgarantie. Ihr zertifiziertes Premium-Fachgeschäft mit computergestützter Körpervermessung für Ihre ideal passende Matratze oder Boxspringbett. Bettennägele. In Kaufbeuren und Landsberg. Jeder Einzelne mit seinen Fähigkeiten, vereint in einem starken Team, das bringt uns voran. Teile eine spannende Zukunft mit uns und bewirb dich jetzt. UWT Level Control. Und jetzt die Kurznachrichten am Montag. Gestern Mittag ist es zu einem tödlichen Unfall im Unterallgäu zwischen Kelmünz und Winterrieden gekommen. Ein 64-jähriger Motorradfahrer kam in einer Kurve von der Straße ab und fuhr in einen Straßengraben. Ein Ersthelfer fand den Mann. Laut Polizei verliefen Wiederbelebungsmaßnahmen aber ohne Erfolg. Der Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort. Aktuell laufen die Ermittlungen der Unfallursache. Bislang gibt es keine Hinweise auf Fremdbeteiligung oder einen technischen Defekt. Bilanz nach Sturmtief im Allgäu. Umgestürzte Bäume, zahlreiche Unfälle, Feuerwehr- und THW-Einsätze und Ausfälle bei Bus und Bahn. Sturmtief Sabine sorgte heute für Chaos im Allgäu. Unter anderem ist heute Vormittag auf der A7 zwischen Worringen und Bad Grönenbach ein LKW umgekippt. Auch zwischen Eumittelberg und dem Rastplatz Rottachtal blieben mehrere LKWs liegen.
In Sonthofen deckten die starken Böen ein Hausdach ab, in Immenstadt wurde ein Strommast umgeknickt. Im gesamten Allgäu knickten Bäume um und versperrten Straßen, wie zum Beispiel auf der B19 Höhe Alter Berg. Dort musste die Feuerwehr die Straße freiräumen. Mit der Warnstufe 3 von 4 warnte der Deutsche Wetterdienst für heute von 4 Uhr bis 18 Uhr allgäuweit vor Orkanböen. In höheren Lagen konnten diese bis zu 140 Kilometer pro Stunde erreichen. Auch am Allgäu Airport sorgte Sturmtief Sabine für Flugausfälle und Verspätungen. Genau so kam es durch die anhaltenden Sturmböen in ganz Bayern zu etlichen Störungen im Streckennetz der Bahn. Umgestürzte Bäume in Oberleitungen und auf Schienen blockierten an mehr als 20 Stellen den Bahnbetrieb. Zwischen Füssen und Buchloe war zum Beispiel kein Zugverkehr möglich. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Durch die vorzeitige Einstellung des Zugverkehrs durch die DB Regio Bayern konnten Unfälle aber verhindert werden. Auch kam es allgäuweit zu Stromausfällen durch Schäden an den Leitungen, wie zum Beispiel in Teilen von Nesselwang, Waltenhofen, Eumittelberg und Unterthiengau. Insgesamt waren rund 5.800 Privathaushalte zeitweise ohne Strom. LKW-Unfall bei Wangen. Bei einem Unfall auf der A96 bei Wangen sind heute Morgen zwei LKW-Fahrer schwer verletzt worden. Gegen 9 Uhr war ein Sattelzug in Richtung Memmingen unterwegs, als sich auf der Argentalbrücke die Abdeckplane des Aufliegers löste. Der Fahrer hielt deshalb auf dem Seitenstreifen an. Ein weiterer LKW blieb auf dem Standstreifen stehen, um dem Fahrer des ersten Lastwagens zu helfen. Ein dritter LKW streifte das erste Fahrzeug und klemmte einen der Fahrer zwischen LKW und Leitplanke ein. Dabei wurde er schwer verletzt. Der Unfallverursacher geriet weiter nach rechts und stieß auch gegen den zweiten Lastwagen. Dabei wurde der Fahrer ebenfalls schwer verletzt. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten NGG fordert höhere Löhne für Fastfood-Ketten in Kempten. Aktuell bekämen Angestellte in den Kemptner Service-Gastronomien meist den Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde. NGG-Sprecherin Claudia Weixler fordert aber armutsfeste Löhne von mindestens 12 Euro pro Stunde. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde zwischen der Gewerkschaft und dem Bundesverband der Systemgastronomie. Bis jetzt hätten die Arbeitgeber ein spürbares Lohnplus vehement blockiert, heißt es in der Pressemitteilung der Gewerkschaft. Die Tarifverhandlungen werden am 13. und 14. Februar in Stuttgart fortgesetzt. Es ist bereits die dritte Runde. Brennendes Auto bei Mindelheim. Am Samstagmittag ist auf der A96 bei Mindelheim ein Auto komplett abgebrannt. Ein 27-Jähriger war mit einem 2 Jahre älteren Beifahrer auf der Autobahn in Richtung Lindau unterwegs, als er Rauch aus dem Motorraum kommen sah. Der Fahrer hielt mit seinem Auto auf dem Seitenstreifen. Die beiden Brüder konnten unverletzt aussteigen, das Fahrzeug brannte komplett ab. Der Sachschaden beträgt rund 60.000 Euro, der Schaden am Fahrbahnbelag der Autobahn beträgt rund 2.000 Euro. Skispringerin Katharina Althaus vom SC Oberstdorf hat beim Weltcup in Hinzenbach in Österreich den 10. Platz erreicht und war damit gleichzeitig beste Deutsche. Siegerin des Weltcups war Chiara Hölzel aus Österreich. Und zum Eishockey, Zweitligist ESV Kaufbeuren unterliegt im Freitagsspiel auswärts dem Tabellenzweiten EHC Freiburg mit 4:3. Torschützen auf Seiten der Joker waren Luis Latta zum 0:1 und Joey Lewis zum 1:2 sowie zum zwischenzeitlichen 1:3. Außerdem verletzten sich bei dem Spiel Torhüter Stefan Feiß und Jere Laaksonen. Sie vergrößern so die Verletzungssorgen der Kaufbeurer, bei denen bereits Alex Thiel, Antti Kerele und Philipp Depali ausgefallen sind. ESVK unterliegt EV Landshut. Auch im Sonntagsspiel hat es für die Kaufbeurer hier in den roten Trikots keine Punkte gegeben. Im Derby gegen den EV Landshut setzte es eine deutliche 3:7 Niederlage. Die ersten 3 Treffer gingen dabei auf das Konto der Gäste. Den ersten Treffer der Hausherren erzielte vor gut 2.900 Zuschauern Joey Lewis in Überzahl nach knapp 17 Minuten. Im zweiten Drittel schwächten sich die Gäste selbst mit eigenen Zeitstrafen, was der ESVK zumindest zum Teil ausnutzen konnte.
In doppelter Überzahl verkürzte erneut Joey Lewis zum zwischenzeitlichen 2:3. Eine weitere doppelte Überzahl konnte Sami Blomqvist mit einem schönen Schlenzer über die Schulter des Gästetorhüters zum Zwischenstand von 3:4 nutzen. Trotz energischer Bemühungen der Joker waren es die Landshuter, die die Tore machten. Ja, und in der Tabelle liegt Kaufbeuren nach den beiden Niederlagen auf Rang 7. Nächstes Heimspiel ist am Sonntag gegen den Tabellenzweiten Kassel Huskies. Der Allgäuer Alexander Schmid hat beim Parallelriesenslalom im französischen Chamonix überraschend die erste Podestplatzierung seiner Karriere eingefahren. Im kleinen Finale konnte er sich klar gegen den US-Amerikaner Tommy Ford durchsetzen. Zuvor war Schmid im Halbfinale am späteren Sieger Loïc Meillard aus der Schweiz gescheitert. Stefan Luiz aus Bolsterlangen hingegen ist bereits in der ersten K.O.-Runde an Simon Mauerberger aus Italien gescheitert. Ja, soweit die Nachrichten und jetzt noch das Wetter für die nächsten Tage. Heute Nacht geht es mit Sturm Sabine erstmal noch weiter. Dazu gibt es einiges an Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad. Die stürmischen Böen ziehen sich auch in den morgigen Vormittag. Es bleibt weiterhin unbeständig und überwiegend regnerisch. Im Ostallgäu lässt der Regen vereinzelt nach und die Sonne kommt hin und wieder raus. Die Werte liegen bei 3 bis 5 Grad. Im Laufe des Tages spielt das Wetter im Allgäu verrückt. Es ist alles mit dabei. Im Unterallgäu scheint überwiegend die Sonne und es bleibt trocken. Im Ober- und Ostallgäu dagegen wird es nass und grau. Hin und wieder schneit es auch. Im Raum Bodensee gibt es leichte Regenschauer und der Himmel bleibt bedeckt. Die Temperaturen liegen um die 3 bis 4 Grad. In den Bergen gibt es morgen ordentlich Neuschnee. In Jungholz schneit es dabei am wenigsten. Auf dem Nebelhorn wird es am kältesten, in den anderen Gebieten liegen die Werte im Plusbereich, vor allem in Bolsterlang. Da liegen die Temperaturen bei 5 Grad plus. Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab, dazu gibt es vereinzelt Schnee. Am Donnerstag bleibt es überwiegend bewölkt, die Sonne bleibt aber nicht ganz aus. Dazu gibt es Werte um die 5 Grad. Am Freitag wird es nass, trotz Wolken zeigt sich aber immer mal wieder die Sonne, die Temperaturen liegen bei 3 Grad. Start-up, so nennt man im Fachjargon ein neu gegründetes Unternehmen mit einer innovativen Geschäftsidee. Die Ideen für ein Start-up können vielseitig sein. Ein ganz neues Produkt, eine neue Herstellungsmethode zum Beispiel oder eine neue Firmenphilosophie. Steffen Kustermann und Julia Leflang gründeten vor kurzem jeweils ein Start-up, ihre Innovation Nachhaltigkeit. Für die jungen Gründer eine Lebensphilosophie integriert im eigenen Unternehmen. Wir haben beide besucht. Wir sind heute in Kempten in einem sogenannten Pop-Up-Store unterwegs. Ein Pop-Up-Store ist ein Geschäft, das nur für kurze Zeit in einer bestimmten Räumlichkeit ist und dort seine Produkte anbietet. In diesem Fall Kleidung. Dann schließt der Laden seine Pforten wieder und taucht einige Zeit später wieder in einer anderen Räumlichkeit auf. Keine fixen Geschäftsräume also. Der Verkauf ähnelt auch eher einem Event. Die Leute unterhalten sich und kaufen nebenbei etwas ein. Steffen Kustermann betreibt einen solchen Pop-Up-Store. Also innovativ an sich, das ist erstmal das Konzept. Ja, es gibt in Kempten oder allgäuweit, nicht dass ich wüsste, überhaupt eine Art Pop-Up-Store, also einen Laden, der eben nicht stationär ist, sondern nur auf Eventbasis oder Wochen-, Monateweise eben vorhanden ist überhaupt. Steffen Kustermann und Anna Kammerlander vermissten in ihrer Umgebung die Möglichkeit, nachhaltige Kleidung einzukaufen. Aus diesem Grund entstand die Idee, diese selbst anzubieten. Daraufhin gründeten sie kurzerhand ein Start-up. Herkömmlich produzierte Kleidung ist für sie nicht nachhaltig genug. Keine fairen Arbeitsbedingungen, kein Umweltschutz. Da wollt ihr nicht mitmachen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hier im Allgäu gibt es nichts und jetzt mache ich erstmal was auf. Und seit 1,5 Jahren geht jetzt diese Testphase und wird sehr gut angenommen. Um an wirklich gute, nachhaltige Kleidung zu kommen, fahren die beiden regelmäßig auf Messen, wie zum Beispiel die Berliner Fashion Week. Dort gibt es die Neonyt, eine eigene Messe nur mit Lieferanten, die nachhaltig arbeiten. Da gibt es Grundkriterien, warum man da dort sein darf. Ja, und das sind eben Mindeststandards auf ökologischer Seite, heißt biozertifizierte Wolle, also Biobaumwolle.
oder eben, also wo insbesondere auf synthetische Düngemittel, auf Pestizide verzichtet wird und auch soziale Mindestanforderungen einfach eingehalten werden. Auch Julia Leflang ist Nachhaltigkeit wichtig. Sie betreibt eine Werbeagentur. In diesem Bereich hat sie bisher die Nachhaltigkeit vermisst. Auch für sie ein Grund, dies selbst in die Hand zu nehmen und ein Start-up zu gründen. Für mich gibt es einfach auch keine andere Alternative, als nachhaltig zu handeln und nachhaltig zu agieren. Studio Leflang habe ich deswegen gegründet, um einfach auch ein Vorbild zu sein für andere Werbeagenturen, die vielleicht meinem Ruf folgen und sich auch Gedanken darüber machen, ob es nicht auch alternative, nachhaltige Wege und Lösungen geben kann. Bei Kleidung ist es ganz klar, was man für Nachhaltigkeit tun kann. Anders im Marketing. Speziell im Online-Bereich ist es nicht einfach, nachhaltig zu arbeiten. Hier sind Ideen gefragt. Wie kommt man gerade im Online-Marketing-Bereich auf nachhaltige Ideen und Lösungen? Das ist im ersten Moment vielleicht gar nicht so schlüssig oder nicht unbedingt für jeden begreiflich, dass es da nachhaltige Alternativen gibt. Aber auch da gibt es ganz viele junge Startups auch und Unternehmen, die sich in dem Bereich spezialisiert haben. Und das gilt einfach nur, die rauszufinden und rauszufischen, abseits der großen konventionellen Anbieter. Eine dieser Alternativen ist die Suchmaschine Ecosia. Ecosia pflanzt für jede dort getätigte Suchanfrage einen Baum. Auch dort lässt sich Werbung schalten. Perfekt, denn auf einer nachhaltigen Suchmaschine sammelt sich natürlich auch die Zielgruppe für nachhaltige Unternehmen. So schließt sich der Kreis. Also Nachhaltigkeit ist mehr als ein Trend. Kein Unternehmen kommt drumherum, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und bisher gibt es auch nur wenig Werbeagenturen, die sich auf diesen Bereich ökosoziales Marketing spezialisiert haben. Dienstleistungen anbieten, die bisher noch nicht gefragt waren. Sind diese gut, dann kommt auch die Nachfrage ganz von selbst. Auch Steffen Kustermann ist zufrieden. Der Kleidungsverkauf im Pop-Up-Store soll zukünftig sogar noch mit einem Unverpacktladen und einem veganen Café kombiniert werden. Der neue Augsburger Bischof Bertram Mayer gilt ja als volksnah und diesen Eindruck hat er jetzt nochmal auf schöne Weise bestätigt. Mayer hat nämlich an der sogenannten Dolly Parton Challenge teilgenommen. Die bekannte Country-Sängerin hatte eine Collage aus 4 Fotos gepostet, verschiedene Profilbilder für verschiedene Social-Media-Plattformen, von seriös fürs Karriereportal bis betont attraktiv für Dating-Plattformen. Inzwischen haben es ihr Tausende nachgemacht, Promis von Miley Cyrus bis Frauke Ludowig, aber auch viele Nicht-Prominente haben ihren Spaß an dem Internet-Meme und jetzt eben auch Bischof Bertram Mayer. Und geht man nach den Kommentaren im Internet, kommt die ganze Sache sehr gut an. Bertram Mayer hat als neuer Bischof auf jeden Fall einen guten Start hingelegt und einige neue Follower gesammelt. Ja, und sammeln ist das Stichwort. Jetzt geht es nach Schwangau zu einem, der etwas sammelt und da kommen Sie nie drauf. Wenn im Frühjahr die Bäume blühen, das frische Grün sprießt und ich mit dem Fahrrad durch die Hügellandschaft des Vorallgäus, Westallgäus radeln darf und Sonne und Landschaft genießen kann. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Philipp ist einfach clever. Denn er weiß, wenn er jetzt Präg, Strom oder Erdgas bestellt, spart er 5 Cent beim Tanken. Mit der Präg Clever Card. Einfach auf www.präg-clevercard.de gehen, zu Präg wechseln und sparen. Präg. Wir verstehen Energie. Gültig für maximal 1000 Liter Kraftstoff an ausgewählten Präg-Tankstellen. Vertragsbedingungen auf www.präg-clevercard.de. I'm a warrior. Er
Erleben Sie exklusives Chalet-Ambiente im Herzen von Kempten. Unser ausgewähltes Sortiment orientiert sich stets an den aktuellen Trends. Residenzboutique Kempten. Ihre Leidenschaft für Mode ist unser Anspruch. Familie und Co. Das Familienmagazin mit Themen rund um Kind, Familie, Erziehung und Ausbildung. Ab sofort bei Allgäu TV Tipps und Trends. Jeden Dienstag um 19.45 Uhr. Herzlich willkommen im Reitsporthaus Casa Cavallo, das Fachgeschäft im Allgäu, wenn es um den Pferdesport geht. Unsere reiche Auswahl in angenehmer Atmosphäre bietet für jeden Reit- und Outdoor-Fan ein Einkaufserlebnis. Casa Cavallo, das Reitsporthaus in Kempten. Glückliche Stunden im Schnee. Ja, viele setzen sich irgendwann in den Kopf, einmal etwas sammeln zu müssen. Besonders wir Männer sind da in unserem Element. Ganz egal, ob alte Markstücke, Modellautos, Briefmarken, Bierdeckel, Schallplatten oder Porzellangeschirr, sammeln kann man eigentlich alles. Doch in den meisten Fällen gerät das Sammeln mit den Jahren in den Hintergrund. Nicht so bei Wolfgang Brötner aus Schwangau. Insgesamt 30.000 Stücke schmücken aktuell seine Sammlung. Und das, was er sammelt, ist wirklich außergewöhnlich. Ob Kaiserin Sissi, John F. Kennedy oder Dirk Bach, Wolfgang Brötner hat sie alle bei sich zu Hause. Seit über 25 Jahren sammelt der zugezogene Schwangauer Sterbebilder. Mittlerweile hat er an die 30.000 Stück zusammen. Das Totengedenken und die Sterbebilder haben Wolfgang schon immer fasziniert. Klar, früher gab es solche Totengedenken oder Sterbebilder, Totenzettel, oder in Österreich heißen sie Parte, gab es früher nur für die, die sich's leisten konnten. Sprich Adel, sprich Klerus oder ganz begüterter Bürger. Und die wurden dann natürlich schon sehr aufwendig gestaltet zum Teil. Und das waren, die waren in der Regel auch handgeschrieben, handgemalt, auf früher Pergament. Diese Wandlung von dem Sterbebild, von dem Totengedenken, das es ursprünglich war, wenn Sie heute ein modernes anschauen, Sie finden kaum noch ein Kreuz auf so einem Sterbebild. Religiöse Motive sind sehr selten. Das ist halt Geschmackssache. Der Zeitgeist. Für Wolfgang Brötner hatte der Glaube schon immer eine große Bedeutung. Als er seine katholische Frau kennenlernte, konvertierte er vom Protestanten zum Katholiken. Später war er auch als Diakon tätig. Außerdem half Wolfgang Brötner unter anderem bei der Restaurierung der Kirche St. Maria und Florian mit. Dabei unternahm er auch einige historische Ausgrabungen. Wir waren da beim Ausgraben. Da kommt eine ältere Frau aus Horn zu mir und sagt, ich habe da einen ganzen Haufen so als Zeug, was ich mit dem tun soll. Ich habe gesagt, nichts wegwerfen, bringen Sie es mir, ich schaue mir es durch, was wirklich nichts wert ist, das kann man immer noch entsorgen. Und alles andere ist ja auch Ortsgeschichte. Und so ist es dann angegangen, dass ich dann Sterbebilder sammeln angefangen habe. Inzwischen sind es so, schätzt so um die 30.000, die ich habe. Von Schwangau allein so 2.500, ab 1855. Und das andere, das sind Sterbebilder, die gehen zurück bis 1779, glaube ich. Unter seinen 30.000 Sammlerstücken tummeln sich auch einige bekannte Persönlichkeiten, wie beispielsweise der Schriftsteller Ottfried Preußler. Der letzte, den ich erwischt habe, war der Niki Lauda. Dann natürlich Grace Kelly, Konrad Adenauer, ein paar Kaiser sind da, österreichischen Kaiser sowieso, König Ludwig II., die seine Mutter, Marie. Vor allem aber die Sterbebilder der Schwangauer Persönlichkeiten faszinieren Wolfgang Brötner. Im März werden dann erstmals Teile seiner Schwangauer Sammlung im Rahmen einer kleinen Ausstellung für die Öffentlichkeit zu sehen sein.
Ja, und mehr zu Wolfgang Brödner und seinem bewegten Leben erfahren Sie ab heute in einer neuen Ausgabe von Land und Leute in Schwangau. Und eine neue Ausgabe der Allgäu-TV-Nachrichten sehen Sie morgen wieder. Ihnen jetzt noch einen windigen Fernsehabend. Das Gröbste ist wohl überstanden. Bis morgen und tschüss.